Wir können dadurch aber nicht die Pandemie wegimpfen. Das sehen wir ja sehr deutlich auch mit den Variantenentwicklungen. Wenn man es rein von den Varianten und immunologisch betrachtet, Machbarkeit ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Impfen wir im Moment ja gegen eine Variante, die es gar nicht mehr gibt. Wir haben ja Alpha bis Omikron, ziemlich viele Varianten mitgemacht, wo wir eigentlich gar nicht mehr eine richtige Schutzwirkung haben. Ein Fehler in meinen Augen in der Kommunikation war von Anfang an zu sagen, wir haben einen Schutz vor der Infektion, es ist ein Fremdschutz, wir schützen, kriegen eine Herdenimmunität, das haben wir ja nicht. Es ist ein Eigenschutz und der einzelne Person schützt sich selber, macht was zur Gesundheitsvorsorge. Und schützt damit das System vor Überlastung. Und wenn das Argument ist, wir schützen das System vor Überlastung, dann ist für mich die politische Frage dahinter, warum setzen wir da denn eigentlich nicht an, dass wir das System der Überlastung nicht in den Griff kriegen? Für mich eigentlich auch ein Hauptargument ist, diese Impfpflicht kritisch zu sehen, ist gar nicht die Schutzwirkung und Schutzdauer und wie oft man geimpft werden muss, sondern ist eng verbandelt mit dem genesenen Status. Behandeln den sehr stiefmütterlich, obwohl wir eigentlich von den Studien her wissen, alle, die genesen sind, einen sehr, sehr guten Schutz vor einem schweren Verlauf haben, sodass wir den genesenen Status eigentlich den Impfstatus gleichsetzen müssen. Das versteht doch kein Mensch mehr, warum du genesen bist und plötzlich über Nacht nur noch für 3 Monate sozusagen in Sicherheit bist und nach 3 Monaten eigentlich schon wieder rausfällst aus deinem Schutzstatus. Das kann es doch nicht sein. Und dann würde ich erstmal eine Studie durchführen und die Frage stellen, wie viele in Deutschland haben eigentlich derzeit überhaupt keinen Schutz. Ja. Wir wissen gar nicht, über was für einen Prozentsatz in der Bevölkerung wir eigentlich reden, womit wir solche drakonischen Maßnahmen einführen wollen wie die Impfpflicht. Also ich habe die Sorge, wir rennen da etwas hinterher, um etwas durchzupeitschen. Wären Sie denn für die Impfpflicht, wenn man die Genesenen von der Impfpflicht ausnimmt, was ja total logisch ist nach den Daten? Da es sich um einen Eigenschutz handelt, also wirklich der Schutz einer Gesundheitsvorsorge, bin ich da kritisch, weil wir das auch nicht bei anderen medizinischen Themen machen, also im Rauchen, schlechtes Essverhalten oder ähnliches. Ich weiß, ich bewege mich da auf einem schwierigen Terrain. Wir haben nur bei den Grundvoraussetzungen für die Impfpflicht, für die anderen, wo wir mal eine Impfpflicht hatten, wie bei den Pocken oder partielle Impfpflicht bei den Masern, da haben wir ja eine ganz andere Schutzwirkung. Da geht es ja einmal darum, wir können Virus ausrotten. Theoretisch können wir Masern ausrotten, Pocken haben wir ausgerottet und wir haben mit zwei Impfungen haben wir einen kompletten Schutz vor der Infektion und damit kriegen wir auch eine Herdenimmunität hin.